Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ark, weiterhin hier mit Jan, der heute nicht viel redet. Oh, tut mir so leid, aber genau. Was hast du denn, ne? Drück dich deine... Ne, das sag ich jetzt nicht. Ja, was drück? Hä? Ja, drück dir deine Binde auf Augen. Oh ja. So, Maka. Draußen Strom, drinnen Strom und draußen auf dem Balkon haben wir auch schon Licht. So, guck hier. Licht, Junge. Da, Stromkabel, Junge. Ein Lichtlein brennt. Da geht aber den Boden jetzt voll scheiße aus. Abreißen. Das wäre schon geil, wenn es verschwinden würde, so halb. Aber naja, was soll ich machen? Okay. Das wäre mies, Alter, wenn die Stromkabel Stromstelle jedes Mal kriegen würdest. Voll. Das wäre schon ziemlich abgefuckt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. So, soll ich irgendwas farmen gehen? Brauchst du was? Ich sortiere gerade alles ein, so ein bisschen. Holz, Stein, Stroh. Okay. Ja gut, dann helfe ich dir mal gerade, würde ich sagen. Das ist da alles raus. Wolltest du überall erstmal alles raus haben? Alles raus, ja. Alles, okay. Gut, okay. Oh, wie süß. Danke, Dudu. Hat ein Eichen gelegt. Wieder? Ja. Ich hab 4 Stück im Inventar. Ja, deswegen bist du auch immer voll. Hallo, Wasser trinken. Danke. So, was ist hier drin? Gar nichts mehr. Mischpötte, sollen wir die leer räumen oder erstmal stehen lassen? Sollen wir eigentlich erstmal stehen lassen, Mischpötte? Ich glaube, das ist erstmal egal. Hast du vielleicht eine Kiste gemacht für Kohle? Ja, haben wir. Haben wir. Okay, dann bringe ich die ganze Holzkohle mit. Gut, dann ist die Standardwerkbank auch schon mal leer. Ach du Scheiße. Ja, hier ist das ganze Fleisch drin, das sortiere ich mal alles übereinander und dann schmeiße ich das bei den Tieren einfach in die Kiste, würde ich sagen, ne? Ist voll. Echt jetzt? Ja. Okay, dann brenne ich einfach hier Fleisch. Kohle, vergammelt. Holz übereinander legen, zack, das da rein, dann kann das da rein, so, zack, bin ich's losgeworden. Ich komme, ich bin voll mit Coca-Cola. Coca-Cola in the morning. Hallo! Ja. Kohle. Oh. Feuerstein, Fasern, Kreatin, Zement, Pelze, Leder. Oh, da hinten geht's weiter, okay. Ich weiß, da stand Kohle, Haus, Werkzeuge. Erstmal mir alles angucken. Kohle, Metalle, alles klar. Dass man hier überhaupt weiß, wo was ist hier, Leute. So, das nächste, was ich dann baue, ist dann ein Kühlschrank. Was uns... Oh, komme ich denn hier wieder raus? Was uns die Eier und so erstmal länger halt hält. Oh. Weil das ist ja auch Bullshit, wenn das alles in den Arsch geht. So, Kohle. Fleisch hält dann ja auch viel, viel länger, ne? Darf man jetzt auch mal nicht vergessen. Feuerstein... Kohle. Ein Ding nochmal da rein. Fasern. Vergammeltes Fleisch. Das war erstmal gerade. Ja, hier hinten müsste ich dann auch irgendwie Strom hinkriegen, ne? Ja, gut. Kriegen wir noch hin? Kriegen wir alles hin? Was wichtig ist, dass es erstmal unser Haus überhaupt erstmal Ordnung da herrscht. Genau. Feuerstein, Fasern. Gehört ja auch dazu, ne? Dass man einfach jetzt mal anfängt hier zu sortieren. Die ganzen Bauplätze musst du ja auch wieder um. Oh, draußen ist aber echt hell mit der Lampe jetzt, ohne Scheiß. Ist ja mal richtig angenehm gerade. Oh. Vergammelt, Eier.
Na, weil die dürfen nicht ausgehen, Leute. Ich glaub, da schmeißen wir gleich wieder ein bisschen Holz rein. Ja, da können wir noch einiges mitnehmen. Und aus der Kohle können wir nämlich dann auch zusehen, dass wir so schnell wie möglich das ganze Schießpulver herstellen. Ich weiß, wir beide nutzen das zwar nicht so viel, aber ja, statt es wegzuschmeißen und dann wollen wir wieder losgehen und dann fehlt uns wieder alles an Kohle, wie schon so oft. So, dann sind hier die Fasern. Zerab, zap, zap. Diese ganzen Samen, die können alle weg. Braucht keine Menschenseele. Zitrinen brauchen wir nicht. Können wir noch später gebrauchen, aber die werden uns eh weggammeln bis dahin, also egal. Eier lasse ich mal da drinnen. So, jetzt geht's los. Steine. Die Raum mal ein bisschen umgeparkt hier. Es ist auf jeden Fall jetzt hell. Also, jetzt müssen wir nur noch, jetzt muss ich nur noch hinten ins Lagerlicht kriegen, aber das ist ja jetzt nebensächlich nur noch, wenn man es jetzt, wo es jetzt hier eigentlich auch nicht so dunkel ist. Das scheint hier schon gut hin, weil du noch kein Dach drauf hast. Ach, bloß kein Dach drauf. Eine Zitrinkiste hast du mit Sicherheit auch gemacht. Da, Zement. Nee, das ist Zement. Pilze, Pilze, Pelze, Pilze, Leder, Sattel, Metalle, Kohle, keine Zitrinkiste. Doch, ist doch da ja gegenüber. Leder? Der Ratin ist doch hier. Hab ich jetzt einen? Da. Ah! Verdammt. Hab ich einen auf dem Auge gehabt. Feuersteine. Zack. Kohle. Ach Quatsch. Kohle ist hier. Zack. Es ist schon. Jetzt können wir hier auch die blöde Fackel endlich ausmachen. So. Metall. 26 Metall. Super gut. Zack. Gleich, Leute. Da rein. Das ist komplett leer. Auch komplett leer. Die Eier, ja. Weiß ich auch noch welche rein. Und dann gehen wir nicht so. 1, 2, 3, 4. Zack, weiter geht's. Hallo. Schatten. Ja. Holz, Stein. Da sieht man nämlich jetzt mal, so wenig Materialien haben wir nämlich gar nicht. Hast du noch Platz für die ganzen Werkbänke da hinzubauen? Das ist eine coole kleine Idee, die will ich gleich mal probieren. Okay. Na, ich habe dann die letzten Steine, das war's dann, Jan. Das ist alles leer. Ich versuche dann gleich einen Kühlschrank zu bauen. Und den möchte ich gerne eigentlich auch da hinten rein haben, ne? Oder lieber mit ins Haus den Kühlschrank. Ins Haus. Okay. Stein, 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 Stein. Zack. So, dann muss ich jetzt gucken, wo ich den Kühlschrank hinsetze. Aber den können wir auch irgendwo an der Seite stellen. Eigentlich müsste der mit unter den, wenn wir ganz ehrlich sind, mit unter die Treppe der Kühlschrank. Ja. Gucken wir doch jetzt mal, was uns dafür fehlt. Strukturen, Elektronik, Kühlschrank. Ach du Scheiße. 120 Metall. What the f...
Was brauchst du da für einen Kühlschrank, sag mal? Von der Ja, NASA das. oder was? Gleich habe ich mir auch gerade gedacht. Und Obsidian brauche ich. Der Obsidian ist kein Problem, wenn es hell ist. Da fliege ich los, da haben wir ja hier den ganzen Berg voll. Also das ist ja lächerlich, aber Donnerwetter, okay. Hab mich jetzt gerade so ein bisschen geschockt, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber gut, was soll's. So, dann machen wir hier mal noch ein bisschen Benzin, Leute. So. Ja, hier haben wir auch noch Kohle, Kohle, Kohle. Das können wir lassen. So. Aber wie angenehm das einfach ist mit dem. Jan hat platziert und ich habe ihn genervt. Kohle. Eins, zwei, drei. Zack. Was wollte ich denn? Ach, Scheiße. Holz mitnehmen. Ah, das ist nämlich jetzt schön, Leute. Man geht einfach bei, man nimmt 200 Holz, fertig ist die Geschichte. Echt. Plups. Und plups. So, dann haben wir auf jeden Fall genug von den Sachen auch. Plups. Ja, jetzt wird es eh hell. Dann gehe ich gleich Polymer farmen. Also Obsidiano macht dann Polymer da draus. Hier stellen wir schon mal wieder ein bisschen Benzin her. Das können wir dann nochmal in den Generator machen. Zack, so. Da ist Adlerchen. Ach halt, ich muss erst Wasser trinken. Ein Wässerchen, ein Wässerchen. Sehr schön. Was hältst du von den Werkbänken hier? Ich komme. Richtig aus wie so ein Arbeitslager jetzt hier. Ja, ist auch cool. Find's gut. Weil so hast du auch alles und du kannst zack, einfach da ran, zack, Schön hier richtig, ran, ja. zack. Super gut. Dürfen nur nicht anfangen, jetzt wieder alles in die Werkbänke zu proppen, weil dann haben wir den gleichen Effekt wie vorher. Und das wäre ziemlich dumm. Das stimmt. Also wir müssen auf jeden Fall jetzt so langsam zusehen, dass jetzt mal kein Flachs hier und wirklich die Kacke aufsammeln. Weil wir haben nämlich hier überhaupt keinen Dünger und da geschweige irgendwas anderes. Und kein Dünger, gleich keine Narkobären. Gut, das ist jetzt nicht so gravierend, aber ja. So, ich hole jetzt erstmal Obsidian. Obsidian. Auf jeden Fall haben die paar Lampen jetzt schon mal über Nacht auf jeden Fall was Gutes gebracht. Ja. Dim, 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 dim. Und der Vorteil ist, Leute, wir können jetzt auch zu zweit dann losgehen, farmen gehen. Einer geht Steine, der andere geht zum Beispiel Holz. Okay, die Kisten sind voll, alles klar. Oh. So, und dann weiß man eigentlich auch mal, was man zur Verfügung hat. Und nicht immer, ja, Jan, wie viel brauchst du? Ja, keine Ahnung. Ja, da ist noch viel, aber das sieht dann, ist dann gar nicht viel, weil, ja. Alles irgendwo durcheinander liegt. Einfach Katastrophe. Ja. Aber wir müssen jetzt auch ganz ehrlich sagen, wir mussten ja auch erstmal mit den ganzen Werkbänken da klarkommen, über die man wie der Balkon ausgesehen hat. Alter, das war mehr Werkbänke als alles andere. Hallo? Sieben Stück oder so. Ja. Mit Öfen und alles. Und man braucht sie ja. Jo. Glaube, später brauchen wir noch eine extra oder noch eine. Ja. Für die Burgsachen oder so. Keine Ahnung. Also mit Sicherheit werden wir noch mehr brauchen. Also, aber es ist ja auch nicht schlimm. Aber man ist am Anfang, ja, es gibt eine Werkbank, es gibt dies und Man dann nimmt die, das reicht dann und oh, okay, und ja. richtig, ja. Und dann fängst du nämlich erstmal das Rudern an, wie so ein Blödmann.
Ich finde es auf jeden Fall schon ziemlich cool hier, weil so langsam wird es nämlich richtig nice. Dann müssen wir nur noch anfangen, uns dran gewöhnen, die Vögel und das alles wieder so hinzustellen, wie es sich gehört. Nicht einfach irgendwo abstellen und fertig. Sodass es immer vernünftig hier aussieht. Und dann geht das nämlich. So, Obsidian habe ich dann auch gefarmt. Steine machen wir da mal rein. Elektronik. Ach ja, ich muss ja Polymer herstellen. 15 Stück Kern. Der Bund. Machen wir da erstmal das. Zementpaste brauchen wir. Zement hatten wir im Lager auch. Wenn ich mich recht entsinne. Jo. Hatten wir die nämlich schon mal hergestellt. Ja, da haben wir Kreatin. Zement und Öle da. Zement. Nehmen wir uns hier mal einfach 200 Zement mit. Und jetzt mit der Tür hier drin ist das aber ziemlich ungewohnt. Okay, also den Fabrikator kann man auf jeden Fall nicht anlassen, Alter. Der sprengt dir ja die Ohren hier weg über den Tag. Er lockt ja alles an. Oh, ich habe irgendwas gegessen. Okay, oh. Mir geht's gar nicht gut. Ich weiß nicht, was ich gegessen habe. Ich habe auf jeden Fall irgendwas gegessen. Gut zu wissen. Ja. Ja, ich brauche 10 Stück. Da. Dann haben wir nämlich schon mal das Polymer. Und dann brauchen wir jetzt nur noch... ja, Metalle. Elektronikplatten muss ich auch nochmal 10 Stück herstellen. Also machen wir das jetzt auch nochmal. Ist ja überhaupt nicht viel, was wir dafür brauchen für so einen blöden Kühlschrank, Alter. Wie war teures Ding? Ja, für einen dämlichen Kühlschrank. Du musst überlegen, alleine 10 Elektronikplatten sind dann auch nochmal 30 Perlen, die ich jetzt dadurch durchgehauen habe. Also 9, 10. So, dann haben wir das nämlich jetzt auch. Ja, jetzt fehlen nur noch 60 Metalle. Und dann habe ich's. Mein Gott, Alter. 35 Metalle habe ich schon mal wieder. Ja, Perlen. Kann ich mir nämlich jetzt auch schon mal wieder... Oder haben wir noch Perlen im Lager? Jetzt muss ich mal gerade gucken. Schwarz haben wir da noch irgendwie. Ui. Leder, Perlen und Pilze. Ja, schwarz, okay. Zement und Öl. Ja, da muss ich nämlich wirklich losgehen und wirklich nochmal die Perlen suchen. Ah, das ist auch wieder Tauchen, Alter. Es ist echt Zeit für eine Taucherausrüstung. Ja, aber die ist gar nicht billig, weil dafür brauchen wir hier diese komischen Schmierkackviecher, die hinten in diesem Feuergebiet sind, so wie ich das in Erinnerung hatte. Und ich glaube, Taucherausrüstung ist auch eins der letzten Sachen mit. Ja, Taucherausrüstung kriegt man erst mit 81 Jahren. Ich weiß nicht, was du jetzt bist. Also ich bin jetzt 74, also ich finde, es geht schon eigentlich ziemlich schnell. 76. Ja, also. Wir haben ja vom Prinzip noch nichts gespielt. Wir sagen jetzt aber auch erstmal wieder vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss.